Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich wieder mal auf meinem Vulpera DK. Ich bin ein bisschen am Leveln. Mittlerweile sind wir nämlich schon Stufe 84. Und ja, ich habe hier eine Gruppe von vorhin mitgezogen, der ich jetzt gerade nochmal reingequeued habe. Cutter Dungeons. Ich hoffe, da meldet sich nur einer an. Einer ist leider aus der Gruppe rausgelieft. Und Cutter zieht sich immer ein bisschen mehr. Ah, muss nur motzen, ich sag's immer. Dann gibt es auch die Procs und hier muss ich noch irgendwo eine Quest abgeben. Aber das können wir dann auch gleich machen. Gehen wir erstmal in das Dungeon. Wassermelone. Ja, ein Trinket, auch nicht schlecht. Jetzt haben wir hier auch noch ein paar mehr Quests. Machen wir den Timer wieder an. Ich will ja immer etwa so eine Stunde die Episoden haben. So in der um in Dreh rum quasi. Achso, schau mal, das können wir instant wieder abgeben. Perfekt. Perfekt, aber es bringt auch nur 2k EP, ne? Das ist jetzt auch nicht so. Oh, okay, da haben wir. Da haben wir jetzt viele Quests. Ach, aber das sind auch lauter so Quests, wo ich hinlaufen muss, ne? Ich schicke mich weiter ins nächste Lager. Ich will aber erstmal hier so ein bisschen was machen. Na super, das ist natürlich wieder ein DD, der abgelehnt hat. Ah, Teepflanze brauche ich gar nicht aufmachen. Teepflanze backt irgendwie, das bringt nämlich nur 166 EP. Und die anderen bringen halt irgendwie 2000 irgendwas EP. Also, weiß ich nicht, warum die Teepflanze weniger bringt. Die scheint weniger wert zu sein. Ach, das war hier, wo man diese Viecher wegkicken musste, ne? Die Quest ist eigentlich ganz cool. Du musst hier die Löcher schließen und diese Viecher da einmal... Zack! Die machen auch lustige Geräusche. Ach, der haut mich? Was ist mit dir los? Wenn ich hier sein Loch zumache, ne? Dann wird er aggressiv. Weg mit dir. Zack! Okay, da hat der eine DD anscheinend nicht mitgespielt. Jetzt komm, mach mal nicht eher eine auf Welle. Zieh dich. Wie viel brauchen wir denn noch? Murmeltierbau verschlossen. Na gut, da brauchen wir noch ein paar. Anscheinend habe ich den einen nicht zugemacht. Ah, du blöder Schädling. Hey, danke dir fürs Followen. Gut, dann killen wir dich halt. Hilft dir nix. So. Wo haben wir denn da hinten? Das sind noch welche. Ja, die beiden brauchen wir noch. Eigentlich sind hier in MOP immer ganz coole Quests gewesen. Ja, also Teepflanze ist so die erste Pflanze. Keine Ahnung, warum die weniger bringt. Vielleicht müsste ich auch das Kräuterkunde bzw. Bergbau aus MOP lernen. Das habe ich nämlich nicht gemacht tatsächlich. Weiß nicht, ob das noch irgendwie eine Auswirkung hätte. Aber ja, eigentlich lohnt es sich halt jetzt auch nicht, das nur extra zu holen. Da müsste ich jetzt da wahrscheinlich zum Schrein Wobei, so weit wäre es eigentlich nicht weg, ne? Einmal zum Schrein flieg. Was muss ich denn machen hier? Gestohlene Rüben müssen wir besorgen. Sollen wir einmal hier... Komm, ich pull einmal die komplette Höhle zusammen. Man edit nämlich meistens eh nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob die krass sind, die Mobs tatsächlich. Wahrscheinlich ist das jetzt auch eine... Nicht so gut. Jetzt versuchen wir mal hier ein paar Sachen noch. Okay, die hauen ziemlich Schaden rein. Schau mal, die laufen weg. Die hätten dann eh wieder alles geedit. Dann ziehe ich sie lieber gleich zusammen. Und erese dann alle komplett. Nur die ticken jetzt eh noch ein bisschen mit den Dots. Lauf denen jetzt gar nicht nach. Sondern baue die Rüben ab und dann sollen sie wieder rankommen, wenn sie fast tot sind. Hier. Ja. Gibt's da noch ganz gut EP. So, Rüben haben wir auch. Perfekt. Was brauchen wir dann noch hier? Gestohlene Wassermelonen, die schwimmen, glaube ich, auf dem Wasser. Was mit dem versteckten Lehrer? Hm. Da waren, glaube ich, so Hussein oder irgendwas dran. Ah, super, da adden jetzt noch mehr rein, oder? Ah, ne, okay, die kommen gar nicht. Perfekt. Wieder ein bisschen hochziehen hier. Ätzend sind wir, wenn die Mobs weglaufen, dann mehr triggern und noch mehr triggern und irgendwann hast du das halbe Lager. Dann ist es manchmal echt sinniger, einfach gleich alle zu pullen, als dann ewig rumzumachen. Ach, hast du Mobs, die weglaufen am Ende. Die dann den Tod noch rauszögern. Lustig wäre, wenn einer mal einen Ruhestein ziehen würde, weißt du? Auf einmal wäre er weg. Oh, warte mal, schauen wir mal, ob das Kraut mehr bringt. Ja, schau, das bringt 2100. Also das ist wirklich nur die Teepflanze, die anscheinend verbuggt ist. Ganz komisch.
Ah, schau, da sind die Wassermelonen. Ah, ne, hier sind keine Hussein, hier sind auch noch diese Shetling. Ja, ich weiß, wie die heißen. Mal, ob ich da reinlooten kann, ohne dass ich sie edde. Also Kataklysm kannst du halt echt knicken, ne? Wir brauchen halt einen DD, ne? Wir haben einen Tank, einen Heiler und zwei DDs und es geht halt nicht auf, weil uns noch ein DD fehlt. Keine Ahnung. Cataclysm queued halt keiner. Es queuen alle MOP anscheinend. Wo waren. Du, keine Ahnung. Ich spiele nie Heiler. Ich weiß ehrlich nicht, wo man Wasser kaufen kann. Da bin ich leider überfragt. Muss ich leider passen. Es gibt ja Leute, die behaupten, MOP ist das Beste, was du zum Level machen kannst. Einfach nur rumfliegen und Kräuter und Erze aufmachen, ne? Weil du kriegst halt für jedes Ding, was du anklickst, 2100 LP. Wenn du erholt wärst, das ist das Doppelte. Für so einen Mob bekomme ich 800, ne? Das sind, ja, zweieinhalb Mobs, fast drei Mobs. Und das ist ja einfach nur angeklickt, ne? Und hier liegt halt extrem viel rum, vor allem hier in dem Tal. Weiß ich halt nicht. Gut, für eine Quest bekommst du 22k. Also, ist halt so die Sache, was sich dann da lohnt. Was meinst du, welches Level ist das? So, jetzt muss ich. Warte mal, war das hier mit dem Dude, wo ich die Sachen. Er ist jetzt despawned, dieser Typ, der katapultiert. Ich glaube, ich muss mit dem mitlaufen, sonst verbuggt die Quest, ne? Darf da, glaube ich, nicht zu weit wegfliegen. Da kommt dann nämlich. Muss nämlich jetzt irgendwie drei Sachen dahinter feuern. Ja, super, jetzt kommt das Ding. Naja, gut, gehen wir. Ach, was haben wir denn da für einen Laden? Den wollte ich eigentlich nicht. Aber zumindest haben wir hier Quests. Der zieht sich immer so ein bisschen, ne? Also wir sind quasi beide zwischen 80 und 90. Also wenn du einen Hordler auf dem Level-Bereich hast, kannst du gerne mitkommen. Alter, okay. Ja gut, jetzt haben wir gleich schon mal alle CDs ziehen dürfen. Ja gut, die erste Gruppe, die haut schon rein, aber das war hier, ne? Aber es stimmt auch gerade hier nix. Müsste dann langsam mal irgendwas. Den tun wir jetzt mal noch stunnen. Also jetzt habe ich wirklich alles raus. Stun haben wir auch raus. Mass Grip, Off-CDs, Dev-CDs und Utility-Sachen. Ist wirklich alles. Ist jetzt wirklich alles auf CD, ne? Siehst du, drei Dev-CDs, Grip ist auf CD, Heilung ist auf CD, Runenwaffe und Stun ist auch auf CD. Ist wirklich alles raus hier. Hauen wir ganz gut rein. Ja, also wenn du einen Char hast, ne? Kann jeder gerne mitkommen. Muss halt Horde sein zwischen 80 und hatte nur Gelassenheit. Ja, weiß ich nicht, die haben jetzt gerade übelst reingenatzt. Wäre halt auch ganz gut, wenn die Leute halt interrupten würden, ne? Weil die Casts, die hauen halt relativ gut was rein. Interrupt macht dann halt schon viel aus. Siehst du, wenn der da durchcastet? Ich grab den jetzt einfach mal, dass er nicht castet. Dann mal den, dass er nicht castet. Okay, der war ein bisschen zu spät. Halt gleich schon wieder Feierabend. Jetzt können wir mal Anti-Magic. Ist denn mit dem Schaden los? Der andere Hunter, der ma macht überhaupt nichts. Und das richtig. Ja gut, okay hier. 75 Schaden.
Gut, hier wirst du, glaube ich, auch weg-CC'd teilweise, ne? Ich glaube, hier kann ich Dinge auf. Komm, jetzt muss ich meinen Heilteil mal ziehen. Kann ich, glaube ich, auf Cooldown einmal spammen, meine Dev-CDs. Brauchen aber halt auch relativ lang, um die zu killen. Weiß nicht, ob dann die MOP-Sachen nicht besser wären. Zweifelhunter. Ja, du, keine Ahnung. Wie das dann genau ist. Habe ich gerade so schön zusammen gehabt, ne? Ich kann eigentlich hier die Anti-Magic-Shell die ganze Zeit ziehen. Gefühlt geht die jetzt wesentlich slower. Ich habe halt gehofft, dass wir diese Instanz kommen, ne, aus dem Schwarzfels, wo es halt so viele Quests gibt. Da gibt es für jeden Boss eine Quest, deswegen habe ich jetzt Cutter gequeued, weil ich da rein wollte. Und da kriegst du tatsächlich ziemlich viel EP, aber ja gut, anscheinend kommt die Instanz halt nicht. Okay, die wird nochmal reinhauen, die Gruppe. Ich muss vielleicht auch mal das bessere Gear anlegen, fällt mir gerade so ein. Macht er denn? Warum schießt er denn auf den Mob, der eh tot ist? Ist das dein fucking Ernst? Den kannst du nicht killen. Okay, hat er jetzt auch geblickt. Alter, einfach jetzt mal noch alle CDs reingehauen. Glück habe ich genug. Was haut das so Damage rein? Okay, aber das tut die Angriffskraft einfach nur ein bisschen verringern. Gefühlt kriege ich halt hier richtig auf den Latz, ne? Gut, vielleicht soll ich auch ein bisschen mehr Active Mitigation anmachen. Wird vielleicht auch helfen. Habe ich mir sagen lassen, dass das eventuell hilft. Okay, ich glaube, die machen gar keinen Magic-Schaden. Obwohl doch, da war anscheinend Magic-Schaden. Also ich bin halt fast bei jedem Mob hier am Struggle, ne? Weil es in den MOP-Innis nicht so krass. Weiß nicht, vielleicht Q das wegen keiner Cutter, weil MOP im Verhältnis besser ges oder einfacher gescaled ist, ne? Das kann natürlich schon sein. Weil Cutter geht immer schwerer auf. Gut, Cutter waren auch die Dungeons ziemlich hart, fällt mir gerade auf. Am Anfang die HC-Innis, ne? Also damals gab es ja nur HC, da gab es ja noch kein Mythic. Sowohl in den Dungeons als auch. Ah, fuck, der ist jetzt schon geedit. Cutter war das Add-on, wo am Anfang die Dungeons übelst krass waren im Verhältnis. Vor allem die HC-Innis, da sind wir mit Leuten aus dem Raid in die HC-Innis rein und wir sind rumgevibed, ne? Das war halt echt. Echt krass. Und für das, was es an Loot gab, war es halt zu schwierig, ne? Also, du hast halt ziemlich, also nicht krassen Loot gekriegt und hast halt dennoch, war halt dennoch relativ anspruchsvoll. Dann haben sie es ja auch, glaube ich, irgendwann nochmal genervt, ne? Also, ich weiß noch, steinerner Kern, HC, dieser Wurm, ne? Wenn du dich davon irgendwas hitten lassen hast, war es ein One-Shot. Also, der grippt sich ja so ein, ne? Und, ist ja unterirdisch am Boden so ein bisschen rum und wir hatten so einen Charmy-Healer aus dem Raid dabei. Ohne Scheiß, der hat sich da andauernd hitten lassen von. Und instant One-Shot, ne? Ich weiß noch, der Wurm gräbt sich ein, erwischt ihn, er ankt, ne? Also er ist halt gestorben, musste anken, ne? Dann gräbt er sich nochmal ein und er ist halt nochmal verreckt. Ich habe ihn gebattle-ratzt und dann ist er, glaube ich, noch ein drittes Mal verreckt. Dann haben wir den Boss noch irgendwie totgezerrt. richtig gut.
Also was mit den Leuten davor? 25 HC Lich King, also hier ICC geradet, also so den Endcontent, und dann scheiterst du mit den Leuten aus dem Raid im HC-Content. Das war so richtig schön. Weil Movement und so. Aber das haben sie dann gut abgeschwächt und dann war es halt, ne? Eher marginal. Aber immer noch schwerer als jetzt zum Beispiel die Wattle Dungeons. Die Wattle Dungeons, die waren ja relativ free. Also, Alter, okay, jetzt müssen. Ich sollte die vielleicht nicht noch weiter. Das Problem ist, wir haben so scheiß wenig Damage. Du kämpfst hier immer ewig gegen die Mobs, weil die gehen halt einfach nicht runter, seht ihr das? Da tut sich halt nichts. Warum haben wir denn so einen Drecks-Damage? Aber wo ist denn der Worry? Sind die denn? Ach, sind die jetzt zum Quest abgegeben gegangen? Ernsthaft? Junge, mach das doch am Ende. Komm, also so eine Scheiße machst du doch nicht. Du musst am Ende eh da nochmal hin. Ich denke mir gerade so, wir hatten ja vorher schon nicht so krassen Damage, aber jetzt geht halt gar nichts mehr down. Was die zwei Typen da machen, das macht halt echt wirklich gar keinen Sinn. Für den Endboss musst du da auch nochmal hin die Quest abgeben. Also du musst da sowieso nochmal hin. Da laufen sie jetzt die komplette Strecke wieder nach und wasten meine Zeit. Möchte ich am liebsten rauskicken, sowas. Müssen wir ein bisschen hier um die Ecke pullen, dass er nicht in seiner Heal-Fläche drin steht. Ohne Scheiß. Weißt du, theoretisch sind halt Instanzen das Schnellste, was man machen kann, um zu leveln, ist aber halt immer sehr, sehr abhängig, was du für Gruppenmitglieder hast. Ne? Wenn du krasse Gruppenmitglieder hast und da schnell durch die Instanzen durchballerst, ist eine super Sache. Aber wenn du halt irgendwelche Gammler hast, dann wird's halt langwierig. Der hier haut ultimativ Schaden raus. Dann haben wir mal alle CDs noch gezogen. Alter, habt ihr gesehen, was der mir rein. Warte mal, habe ich vielleicht irgendwie HC gecued oder irgendwas? Dass ich hier so auf den Sack krieg? Kann ja aber eigentlich nicht sein, oder? Alter. Zufällige Cutter Dungeons. Nee, ich habe nix HC-mäßiges gecued. Also ich habe jetzt alle CDs bei dem einen Drachen da rausgeballert, ne? Also, das fühlt sich hier dreimal so hart an wie die MOP-Dungeons, wie die gebalanced sind. So, hier kannst du an allem vorbeilaufen, wenn du. Wo ist denn der eine? Ist halt immer noch. Was ist mit dem Worry? Alter, ich will doch einfach nur. Ich will doch einfach nur durch dieses Kack-Dungeon durch. Kann der vielleicht das mal sein lassen, da komplett durch zu 11k? Das ist halt ätzend. Oh, okay. Ja, gut, werden wir schon zu viert schaffen. Die sind halt ein bisschen gammelig, die Mobs hier. Vor allem, dass wir jetzt einer weniger sind. Schauen wir mal, ich habe keine Dev-CDs. Hier ein Vortex. Problem ist, ein paar stehen jetzt unten, ein paar stehen jetzt oben. Teerpfalle. Na komm, dann ziehen wir sie hoch. Dürfen jetzt halt nicht die einen Mobs adden. Warum muss er da jetzt volle Lotze durchdingsen? Ja, gut. Da werde ich halt jetzt dran rippen. Wir sind halt jetzt noch mehr. Wir sind eh schon am Struggeln. Ich habe halt überhaupt nichts mehr. Naja, vergiss es. Der Typ ist da halt volle Kanne durchgelaufen. Waren wahrscheinlich am Anfang der Instanz. Na, super. Aber du kannst, glaube ich, mit dem Wirbel kannst wieder da hinten hin.
Aber die Hunter sind noch am Kiten, oder? Hier. Ja, du, was willst du machen? Also, ich glaube, ich queue keine Kata-Inni mehr, obwohl es da vielleicht mehr Quests gibt. Aber die scheinen schon deutlich härter gescaled zu sein. Und ja, wenn du natürlich dann nicht so viel Schaden hast, dann brauchst du ewig, um die Mobs down zu kriegen. Ich weiß jetzt nicht, ob die so viel mehr Leben haben, aber so lang, wie das dauert. Normalerweise fallen die Mobs halt nach 5, 6 Sekunden um so im Normalding. Und jetzt kitest du die hier halt über eine Minute rum und es geht halt nichts down, ne? Oder es sind jetzt, was ist denn jetzt down gegangen? Zwei Mobs sind jetzt down gegangen, ne? Ich weiß jetzt halt nicht, ob die immer noch zusammenhängen. Wenn wir jetzt den einen pullen. Na super. Ach, komm, die Leute wissen halt nicht, dass sie das Ding holen können. Ach, scheiße, sie kommen halt alle. Okay, ich dachte, vielleicht kriegst du jetzt. Kommst jetzt da rum. Pyro, hey, grüß dich. Aber jetzt habe ich wieder Dev-CDs. Das ist halt auch die Kacke, ne? Wenn du halt Leute hast, die die Instanzen überhaupt nicht kennen und nicht wissen, dass du da dann wieder herkommen kannst, instant. Das zieht sich halt, wenn die dann durch die ganze Instanz einmal durchlaufen. Ja, ich glaube, das Dungeon war es tatsächlich nicht wert. So, ein bisschen CDs haben wir noch. Ich will die eigentlich für den Boss verwenden, aber. Wenn es nicht geht, dann geht's nicht. Schauen wir mal, ob die Hunter. Na gut, die sind nur am Ranlaufen, ne? Ich habe leider noch kein Grab ready. Ich glaube, jetzt umrunden wir den Boss gleich. Idiot. Wir hatten da einen Dings, einen Vote Kick gestartet. Gegen wen vor allem? Ist wohl der Ausstatter gegen den Hunter. Jetzt ist er doch gleich reingelaufen, oder? Die Ausschlusswahl gemacht. Der ist halt, also er weiß halt nicht, dass er hier, wie er rankommen kann. Ja, aber. Deswegen würde ich ihn jetzt. Würde ich jetzt nicht unbedingt kicken. Er ist halt ein Gammler, okay, aber. Dafür kann er ja nichts. Er macht auch keinen Damage, ja. Das ist. Ja, moin. Quasi so zum Wind. Wir können ja gucken, was er bei dem Boss hier macht. Also im Normal, also überm Tank solltest du halt beim Single-Target-Kampf auf jeden Fall sein. Besten hier ein bisschen verteilen, weil der visiert ja immer einen an und dann rafft er so rein. So, Ring haben wir. Ja gut, der hat halt 400 Damage gemacht, ne? 400 DPS. War bei 600, der andere hatte bei 900. Naja, gut. Also viel Schaden macht er tatsächlich nicht, aber jetzt nicht so wenig, dass ich sage, okay, man kann das hier überhaupt nicht mit dem spielen, ne? Weißt du, was ich meine? Also ich habe schon Schlechteres gesehen. Jetzt hoffe ich, dass wir die Trash-Mobs hier noch kriegen, weil die können ein bisschen anstrengend teilweise sein. Muss vor allem den Heiler umhauen. Schauen wir mal, ob sie kicken. Ah, okay. Ich versuche mal meinen Kick nicht den ersten zu machen, weil meistens jeder den ersten Kick macht. Und dann geht es in die Hose, so den kick ich jetzt. Da haben wir nämlich gleich zwei oben zum Interrupten.
wird es dann gleich lustig. Also sind ein paar Gruppen dabei, wo du dann halt ein paar mehr Mobs kicken musst. Ja, mal schauen, ob das was wird. Der andere macht eigentlich ganz gut Schaden, ne? Der andere Hunter. Kannst du nichts sagen. Okay, das Ding ist anscheinend broken. Ah, da kommt's. Jetzt sind es mehrere? Okay. Eigentlich ist das immer ein Windding, was dich da hochbastelt, aber okay. Ja gut, egal. Eigentlich willst du die auf der anderen Seite spielen, weil da drin kannst du keinen Magic-Schaden auf die machen. Ach, fuck, jetzt werde ich sie auch nicht rausgrabben können, oder? Ach, ganz schlecht. Fuck, jetzt bin ich auch noch im Stun. Kann ich interrupten, aber der andere zieht jetzt halt Heilung durch. Den Stun. Ach so, der ist auch gegen den Stun im. Ach fuck, dass der da drin ist, ist halt jetzt. Ich kann ihn halt nicht grabben. Ich kann halt nichts machen gegen ihn. Ich kann ihn wahrscheinlich nicht mehr spotten, oder? Ich muss halt da raus, sonst kannst du halt nichts machen. Jetzt stunt er mich da oben. Ach, fick dich doch, ich bin schon wieder gestunt. Ich krieg ihn halt da nicht raus. Dann kannst du ihn halt nicht stunnen, nicht interrupten und sonst auch nix. Der Druid hat ihn zum Glück rausgekickt. Wir müssen halt die Dinger kicken. Das klappt halt nicht. Den habe ich jetzt mal interrupted. Das müssen sie jetzt kicken. Ja, da kam mein Stun zu spät. Jetzt werde ich aber auch gleich rippen. Okay, das konnten wir nochmal. Alter. Das, schau mal, wie viel er sich hochhält. Holy moly. Problem ist, weil die halt am Anfang in dem Shit drin standen. Ich dachte halt, dass ich den wenigstens rausgrippen kann, aber er ist halt gegen alles immun. Er ist gegen Stun immun, er ist gegen hier gegen Grip immun, er ist gegen Silence immun. Also du kannst nichts mehr machen, wenn der in dem Feld drin steht, ne? Und das Problem ist, da das ein komischer Caster ist, kriegst du den halt auch nicht raus. Und ich kann ihn nicht mal spotten, dass ich die Aggro habe, dass ich ihn wegziehen kann. Das ist ja mal richtiger Dreck. Also das ist halt echt ätzend. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Bei den nächsten Gruppen müssen wir echt gucken, dass das mit der Zone nicht wieder so schief läuft. Also ich hätte jetzt eben bei dem Pull einfach abwarten sollen. Okay. Alter, wir wipen halt hier echt. Ich dachte, die Hunter machen das halt easy, ne? Muss ich den Viecher nicht nachlaufen, aber. Der eine hat schon wieder released. Das gibt's doch nicht, dass du bei den Gammelfiechern hier vibest. Normalerweise ist das eine Sperrfeuersalbe und das war's, aber okay. Interessant. Ich release jetzt nicht, die soll mich retzen. Normalerweise hauen die Hunter da einmal Ding rein. Okay, die haben gar nichts an Schaden gemacht. Ich habe keinen Bock mehr auf die. Also mit denen machen wir ganz sicher nicht nochmal eine Inni. Also, das ist ja mal. Kacke ist ja mal echt nur untertrieben. Vor allem, die haben ja auch fast kein Leben, ne? Also. Die sind eigentlich relativ schnell down. Jetzt musst du halt nochmal komplett die Dinge rein. Und die Hunter laufen wieder komplett von vorne. Ach, du kannst dich halt direkt hier hinporten. Mal jetzt ein paar Dinger klein hier. Also da, ganz ehrlich, wenn du so einen Run hast, dann bist du mit Questen halt dreimal so schnell.
Es kommt halt so drauf an, was du für Leute hast. Aber, also mir kommt schon so vor, ob die Ini ein bisschen härter gebalanced ist, tatsächlich. Setz halt deinen Cloak ein. Mantel der Schatten. Wird halt hier. Ey, was macht er denn? Jetzt aber hier. Der Rogue hat's einmal. Ja, den müsstest du runterschrauben können. Also das funktioniert. In der Druid. Oh, ist am Rennlauf. Also die Ini ist halt schon ziemlich weitläufig, ne? Da bist du einiges. Ja, weil. Also hier die MOP-Sachen, da war ja nicht im Ansatz so. Ich bin hier reingelaufen und wir haben so auf den Sack gekriegt. Ich wollte halt eigentlich diese Schwarzfelshöhlen in ihn, ne? Weil die halt so geil ist mit den ganzen Quests. Aber ja. Und sind halt die Hunter. Die laufen halt da jedes Mal rein. Das sind halt zwei, sind zwei so Experten, aber jetzt müssen wir da halt auch noch wieder warten. Die kosten mir buchstäblich meine Zeit. Ja, können wir mal gucken. Nee, man muss halt hier einfach nur die Heiler, die muss man fokussen. Gut, er hat jetzt einen gesappt, das ist tatsächlich eine gute Idee. Sekunden ist ja noch im Sepp. Sind denn die Hunter? Kommen Sie. Ich kann den ja schon mal komplett hochpullen. Sind Sie schön hier alle auf einem Fleck? Okay, natürlich bin ich auch im. Das muss ich da als CDs wieder ziehen, ne? Dieser Mastern ist halt auch ärgerlich. Jetzt hier mal nichts mehr zu ziehen, dass ich gleich für die nächste Gruppe noch was hab, weil da habe ich jetzt gleich keine Dev-CDs mehr. Vielleicht CC'n wir da sogar zwei Mobs. So. Okay, der hat einen gesappt. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt wird mir gerade hier ein Ding angeboten, ne? Ich glaube, hier der Priest halt auch, ne? Den müssen wir. Ganz hoch, dass die da alle rauskommen. Okay, jetzt können wir rauf. Habe ich halt hier keinen. Ich bin im vollen Dings. Ah! Ich konnte ihn halt nicht interrupten, ne? Warte, ich habe noch einen Stun. Warum kannst du den eigentlich rausnocken und ich kann ihn aber nicht grabben?
Ja, ich habe die schon ein bisschen zurückgezogen. Aber ohne Scheiß, habt nur ich das Gefühl oder meint ihr nicht auch, dass die irgendwie ein bisschen krasser gescaled sind? Also die Inni, ne, diese großen Packs, die waren schon immer ätzend, aber diese kleinen auch, dass die so weggenutzt haben. Ich kann mich erinnern, dass ich hier früher mit meinem Druid gelevelt bin. Ich bin vorgesprintet und hab die alleine weggerupft, ohne dass irgendwas passiert ist. Also ich hab die quasi alleine gekillt damals. Hier diese Mobs. Und zwar ziemlich easy. Und hier die anderen kriegen halt auf den Sack ohne Ende. Schau mal, die 30% runter. Gut, also. So. Jetzt schauen wir mal, wie es bei dem Boss läuft. Mir wird jetzt gerade ein Freehold-Boost angeboten, bieten. Angeboten so rum. Aber das mache ich, glaube ich, jetzt nicht. Ich will den Charles erstmal fertig leveln. So, jetzt hoffen wir, dass alle checken, dass sie hier rein müssen. Okay, lauf. Bitte, 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 bitte. Oh nein, wir haben Vollidioten dabei. Der Dude bleibt halt daran stehen, ne? Oh nein, unser Heiler. Junge, kennst du das nicht? Aber ich habe einen Battle Rats. Du musst in das Blitze-Ding, sonst stirbst du. Die Ds haben sogar alle geblickt. So, einmal geretzt. Also immer in dieses Dreieck laufen, ganz, ganz wichtig. Theoretisch kann man auch die Teile da hinten mal killen. Vor allem die Rangers sollten das tun. Da müssen wir jetzt schnell hinlaufen. Ja, aber ihr müsst ins Dreieck. Oh, weia. Was machen denn die? Ihr seid doch fucking Rangers. Ihr seid ein Hunter. Der kann doch von der Ferne auch drauf schießen. Oh, fuck. Das wird eng. Hat er gerade noch geschafft. Aber da muss ich sagen, hier laufen sogar die Leute in das Ding rein. Das ist sogar gar nicht so verkehrt. Also, sie wissen tatsächlich, was sie halbwegs tun. Oft Gruppen gehabt, die da komplett, ne, komplett lost waren. Ja, also, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das Scaling ist auch ein bisschen hoch. So, okay. 85 sind wir jetzt. Holy moly, was ein Run. Hä, das war HC? Nee, aber dann würde es irgendwo dran stehen, dass es HC ist. Lass mal. Ja, aber das ist Sturm, das ist Vortex-Gipfel, das war keine HC. Lass mal aus der Instanzgruppe rausgehen. Dann einfach so nochmal queuen. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir nochmal Dings gehen wollen. Ob wir tatsächlich nochmal hier Cutter gehen wollen oder ob wir einfach ganz gemütlich MOP anmelden. Nee, schau, jetzt kann ich hier heroisch queuen, das konnte man davor nicht. Aber wie ist denn das irgendwie? Ich muss doch mit dem quatschen. Ach nun, ich muss die Sachen holen. So war das, ne? Ach so, der eine. Ach so, du kannst mich anschreiben. Also ich heiße Bultela auf Blackmore bin ich. So, was wollen wir mit der machen? Vorsichtig, normal. Oder mit Kraft machen wir nochmal hier das mittlere. War das richtig? Ah, okay, das war das Richtige.
Ja, kannst, schreib mich ein, dann lade ich dich gerne ein. Einfach quasi mich anschreiben, dann kann ich dich laden. So, da la. Das machen wir mal vorsichtig. Genau. So kannst du mich dann anschreiben. Oder ich kann auch eine Gruppe aufmachen, wenn das nicht geht. Okay, das können wir abgeben. Und zwar wo? Ah, da unten. Schnell. Eine T halt. Tela-Gruppe aufmachen. Da kannst du gerne reinscheuen. Ich weiß nicht, ob das. Ob, wie das dann genau funktioniert mit dem. Irgendwie sind wir ziemlich langsam unterwegs, ne? Ich bin jetzt erst 85 und wir haben jetzt schon doch einiges hier in Zeit investiert. So, da waren wir die anderen Contents deutlich schneller durch. So, das droppt hier nicht immer. Das ist natürlich blöd. Ach so. Hier haben wir ihn. Laden wir ihn mal ein. Kannst du mal nicht gefunden? Du bist auch Heiler, oder was? Achso, ich wollte mal gucken, ob wir noch ein bisschen Gear anlegen können. Das ist doch jetzt nicht kaputt, oder? Boah, auf jeden Fall hat es nicht mehr viel. Können wir ein paar höhere Sachen anlegen? Dann nicht. Schuhe vielleicht. Ticken besser. Aber hier haben wir tatsächlich nichts. Nö, ich habe eigentlich schon soweit, dass das Gear an, das gut ist, tatsächlich. Aber das war jetzt eben schon. Schauen wir mal, ob das funktioniert mit dem Ding, dass ich wieder reinqueuen kann. Dem Squish. Weil so kann ich halt kein Dungeon, oder? Da hast du schon. Da will ich eigentlich nicht in die Gruppe. Kann nicht schlimmer werden, ja. Schauen wir einfach gleich mal. Jetzt kühe ich halt einfach im OP rein. Wahrscheinlich ist das die bessere Wahl. Dann kommen wir halt nicht in diese Schwarzfels-Ini. Scheiß drauf. Nö, hat halt einfach wieder eine abgelehnt. Hat er keine Lust drauf. Ah ja, hier muss es diese Schweinchen looten, ne? Ah, da war was. Hier sind diese komischen Schildkröten, die ich meine, dass die relativ gut sind von der EP her. So, jetzt schauen wir mal im OP-Dungeon. Aber das kann auch manchmal ein bisschen nervig sein. Nehmen wir erstmal einen, bis alle die Quest angenommen haben. Oder gerackt haben. Können wir mal gucken, ob das bei dir alles soweit klappt. Jetzt mit dem Squish. Ich habe das nämlich tatsächlich noch gar nicht gemacht. Ist jetzt eigentlich bei dir dann auch der EP? Also brauchst du dann auch weniger EP fürs Level oder. Brauchst du trotzdem so viel, wie quasi dein Level vorher angezeigt hat? Nee, weil ich habe halt auch mal überlegt, ob man da ein bisschen was tricksen kann mit Vista bei dem Level Squish, aber
Ich glaube, das sieht eher schlecht aus. Blizzard hat da schon einiges eingebaut, das so ein bisschen verhindert. Also ich bekomme 20 EP. Okay. Na gut, ich bekomme hier 200, also diese ganzen Mobs bringen so gut wie nichts. Du bist quasi auf Stufe 90 gescaled. Naja, gut. Müssen wir mal gucken, was du für die Großen kriegst. Und vor allem wichtig ist ja, was du für den Instanzabschluss bekommst, ne? Das ist ja quasi das Relevante. Ich glaube, was die halt nicht wollen, dass du irgendwas cheesen kannst mit dem. Hier mit dem Level Scaling dann, wenn du dich runterscalst. Weil es wird ja quasi alles deaktiviert, was dir irgendeinen Nutzen bringen würde. Also die ganzen Artefakt-Items werden deaktiviert. Auch das Azerith-Gear, Legendaries und so. Also da kriegst du ja quasi nichts. Ich glaube auch der Umhang und so, diese ganzen Bonis. Alles, was irgendwie proccen kann, wird deaktiviert. Ich glaube sogar auch hochlevelige Trinkets. Die funktionieren tatsächlich auch nicht. Die Innie hat eigentlich einen coolen Aufbau, so, ne? Vom Ding her, weil du am Anfang relativ viel siehst, wo du dann auch überall hinlaufen kannst. Das finde ich immer sehr geil an einer Instanz. Wenn die so ein bisschen offen ist und du so ein bisschen Überblick über das Ganze hast. Aber du kannst leider hier nicht runterspringen und direkt den Endboss machen. Das wäre halt optimal. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwie so eine Exploit-Möglichkeit gäbe. Weißt du, wenn du direkt zum Endboss kommst, das wäre halt richtig krass. Wobei, hier sind auch keine Mobs, ne? Also wahrscheinlich spawnen die Mobs erst, wenn du die Bosse gemacht hast. Schätze ich jetzt mal. Der Priest hat echt gerade ein bisschen wenig Damage gemacht. Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein richtiger Gammler, wo wir dann ewig brauchen. Weil jetzt geht's eigentlich. Aber gefühlt geht es hier besser durch als jetzt in Vortex, ne? Gefühlt zumindest. Schauen wir mal, ob wir hier dem Ganzen ausweichen können. Ah, bis jetzt sind wir nicht getroffen worden. Ich hab's schon einfach nur drauf, ne? Warte mal, wo sind denn die anderen alle? Ah ja. Ja, ich glaub's auch, dass das falsch gescaled war. Ja, also das spielt schon auch eine Rolle, da hast du schon recht. Wenn du ein bisschen mehr Damage hast. Vorher war es schon ziemlich grottig. Aber auch das, was an Damage reinkommt, ne, das sehe ich ja so, was die Mobs reinhauen für eine Normal-Instanz, war das schon knackig. Tatsächlich knackig. Muss ich mal nachher gucken, wie ich es mache. Ich wollte eigentlich ja bis zumindest 86 hochleveln und dann noch ein bisschen rumfliegen und die Sachen aufmachen. Also zumindest war so die grobe Planung. Ich denke mal, nach der Instanz müsste ich 86 sein. Aber da siehst du, da zieht sich MOP. Jetzt habe ich für in einer Stunde knappe 2 Level immer nur geschafft, ne? Das ist eigentlich nicht viel. Nee. Du hast kein Fliegen in MOP? Wie geht denn sowas? MOP brauchst du doch, kriegst du doch automatisch, wenn du das normale Fliegen hast. Sag mir nicht, dass du das normale Fliegen mit dem Char nicht gekauft hast.
Aber dann kannst du auch fliegen, weil MOP brauchst du kein besonderes Fliegen, also. Das hätte mich jetzt arg gewundert, also. Also, es gibt erst die Quests ab WoD. Und die ganzen alten Flugsachen haben sie rausgenommen. Du musstest ja früher dann immer noch den Kaltwetterflug kaufen oder in MOP den quasi den diesen Flug hier, ne? Also das gibt's schon lange nicht mehr. Das haben sie alles rausgenommen. Mittlerweile, wenn du das Fliegen gekauft hast, dann hast du das überall, außer halt da, wo es die Achievements gibt, ne? Also ein WoD, ein Legion und jetzt halt auch ein BFA. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das nicht rausnehmen werden. Musst du halt einmal machen. Das ist ja jetzt nicht so der Aufwand. Leute tun immer so, ob das unschaffbar wäre. Also sich dann fliegen zu spielen in der Expansion. Also ich bin immer so ein bisschen ein Feind davon, dass man alles jeder hat, ohne dass man irgendwas dafür tun muss. Und das Fliegen ist jetzt nicht so krass tatsächlich zu erarbeiten. Weil das Problem ist halt, wenn du jegliche Belohnung for free kriegst, dann ist das Spiel halt ziemlich schnell langweilig, weil das halt nichts zu erspielen gibt. Weißt du, was ich meine? Ich hatte gehofft, dass ich ein bisschen schneller auf 90 hochkomme, ne? Es zieht sich heute halt leider ein bisschen. Schauen wir mal, die nächsten Trash-Mobs sind halt auch wieder solche, die sich theoretisch heilen können. Ein bisschen gucken. So, von dem Zeug sollte man sich nicht treffen lassen. Haut schon ganz gut Schaden raus. Hat man, ich glaube bei dem, ja genau, da gab es noch eine Quest. Da gab es sogar noch eine Quest. Hier, das ist der Highcast. Stunnen wir den mal einmal. Kann ich dann noch machen? Ich kann nur einmal grippen. Alter, den interruptet halt echt niemand. Jetzt habe ich drei Interrupts auf ihn, also, ne? Einmal einen Interrupt, einmal einen Stun und einmal quasi einen Grab. Mehr habe ich halt dann auch nicht. Das ist halt einer. Und da hinten in der nächsten Gruppe sind halt zwei Mobs, die heilen. Warum muss ich denn mit lauter so Pflaumen zusammenspielen? Den kann ich jetzt noch einmal grabben. Ja, den kann ich jetzt nicht mehr interrupten. Aber gut, der heilt jetzt auch nicht so viel tatsächlich. Ah, da kommt mein Master an. Das war auch so vom Schaden, ne? Das gibt's doch nicht. Bist keine Pflaume. Ah, schau mal, da hat sogar jemand interrupted. Einmal können wir noch grabben. Ah, ne, grab ist auch schon aus. Hier, aber den Stun haben wir noch. Naja. Aber hier ist es jetzt nicht so schlimm. Nur habt ihr gesehen, was die geheilt haben. Irgendwie vielleicht 10% vom Life. Und die anderen Mobs, wenn die eine Heilung durchgekriegt haben, dann waren halt irgendwie wieder alles komplett voll. Also das ist dann halt auch so ein bisschen Unterschied. Hier explodieren die Kleinen, da muss man ein bisschen aufpassen tatsächlich. Soll die lieber alle, weil die werden meistens eh geaddet. Kann ich die kontrolliert hochgehen lassen, anstatt dass die hier
irgendeinen dann noch in den Tod reißen. Aber es ist halt kein Vergleich jetzt hier von dem, was an Schaden reinkommt. Also mir scheint es, dass wenn dann Vortex-Gipfel an sich krasser gebalanced ist oder gescaled ist, als hier die Instanz oder die anderen, die ich davor gelaufen bin, oder dass Cutter-Instanzen allgemein so ein bisschen anders vom Schadens Input und Output sind. Aber gleich wird es jetzt noch interessant, ne? Hinten gibt es die Mobs, die man anklicken muss. Kann ich als Tank immer nicht machen, weil ich dann mal interrupted werde. Aber ja, mal schauen, ob das klappt. Das ist auch immer so ein Knackpunkt. Können wir gespannt bleiben hier. Desorientiert, ungünstig. Muss immer nebenbei mein Zeug noch scrubben, ne? Also, deswegen mache ich mal kurz nichts. Ich bin mit meinem. Oh, fuck it. Ziehen wir noch CD. Ich bin mit meinem Main Shark quasi die ganze Zeit am Scrubber. Und bin nebenbei so Zeug am Durchscrubben. Weil ich glaube, heute Nachmittag habe ich mal so ein bisschen hier aufgeräumt und nebenbei Handgelenke hergestellt. Ich habe mir, ich glaube, für 40.000 Stoff habe ich mir Handgelenke gebaut. Also ich kann ein bisschen was scrubben tatsächlich. Jetzt quillt mein Postkasten so leicht über. Aber dann habe ich erstmal wieder genug Expulsum für die nächste Zeit. Weil im Moment geht da so viel raus und es ist halt eine meiner, ja, Haupteinnahmequellen tatsächlich. Also Items über Expulsum herzustellen. Macht man schon ganz gut Gold mit. Problem ist halt blöderweise immer, dass natürlich du extreme Mengen brauchst. Also diese Orb, ne, diesen Ding musst du immer anklicken, sonst können die nicht sterben. Und das ist dann immer ätzend, wenn das keiner macht. Aber hier hat es einer angeklickt, das ist schon mal super. So, jetzt hoffen wir mal, dass mir alle nachlaufen. Besten die nicht. Warum schießen die die denn an? Nötig. Achso, ich könnte eigentlich auch. Warte mal, habe ich das nicht hier, diese Eis. Ah, okay, das habe ich gar nicht mal rausgezogen. Alter, ich hasse euch. Wie kann man denn die Mobs pullen? Wie kann man denn. Also, ich habe ja schon viel Scheiße gesehen in der Instanz, ne? Ja, der Geist ist halt jetzt oben. Wer hat die denn jetzt geedit? Der Hunter. Ja. Kannst du ablegen. Selbst wenn wir die töten, wir müssen oben das Ding hier anklicken, sonst sterben die halt nicht. Dann pullst du die Mobs. Weißt du, ich krieg so einen Hass, dass die edit, ist halt auch schon. Dumm ohne Ende, ne? Aber das kann passieren. Aber die Mobs, die da irgendwo seitlich sind, die habe ich. Ich wusste nicht mal, dass da Mobs stehen. Alter. Ja, es hilft nichts. Einer muss hochlaufen. Muss das Ding anklicken. Sonst sterben die nie. Wir müssen halt die Mobs jetzt pullen. Lol, die sind doch gestorben? Hat das einer angeklickt? Okay, hat anscheinend irgendwie funktioniert. Also. Ach, du hast es geklickt. Okay, perfekt. Also, ohne Scheiß, es gibt so Leute, die man in Gruppen hat. Da denkt man sich, da spiele ich die Instanz lieber zu viert und bin schneller durch, als wenn du den dabei hast, weil der halt mehr rein sabotiert. Also, ist es dein fucking Ernst? Wie hast du denn jetzt die ganzen Mobs gepult? War das wieder dieser Kack-Hunter? Ich habe da nur Hunter-Pets gesehen. Was ist denn mit dir? Okay, nach dem Ding wird er rausgevotet, aber sowas von. Der wird sowas von rausgevotet. Ich sag's dir. Was macht dieser Typ hier? Jetzt können wir froh sein, dass der Shami hier sein Ding. Wir müssen den Mob anklicken, ne? Sonst passiert hier gar nichts. Sonst sterben die nicht. Alter. Ich könnte mich in die Kuppel reinstellen, aber jetzt haben wir nicht mehr viel.
Einer muss den Typen da hinten anklicken. Ich kann das nicht machen als Tank. Die hauen mich und die Dingsen. Es muss einer von euch den Typen anklicken, sonst sterben die nicht. Ne? Die haben einen. Ich habe jetzt halt nichts mehr. Muss einer den Typen anklicken. Ich kann das nicht tun als Tank. Die interrupten mich. Ja. Bitte kickt ihn raus. Das ist lernt. Keine Ahnung. Also, dieser Typ, ne? Ja, aber ganz ehrlich, ich bin ja sonst ein ruhiger Mensch. Aber der Typ hat. Also, ich habe hier schon viel Scheiße gesehen, ne? Aber dass du die Mobs irgendwo hier hinten pullst, ich wusste nicht mal, dass da Mobs sind. Nachdem wir schon runtergesprungen sind, die Mobs zu pullen, dass wir den oben kriegen, dann laufen wir hier rum, stehen hier und er flitzt da mit seinen Pets komplett zwischendrin, pullt die nächste Gruppe noch. Also der ist halt schon echt, ne? Der größte Held vom Kartoffelfeld. Ich sag's euch. Der ging mir gerade richtig auf den Sack. Ja, also, wenn, dann hat er es extra gepullt, um rein zu triggern. Das weiß ich nicht. Oder er ist halt komplett, ne? Er weiß halt komplett nicht, was er da tut. Weil die Mobs habt ihr ja gesehen, die sind halt ätzend, ne? Also, das Problem ist halt einfach. Warte mal, wo ist der Hunter? Der verreckt da gerade. Ist der überhaupt bei uns? Jetzt muss ich meinen extra Button da drücken, hilft nix. Das Problem ist, es weiß halt nicht, ob manche Leute extra was machen, aber ich glaube jetzt nicht. Wie die saftige Extra. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich dachte sich hier saftige Extra-LP. Wir dürfen uns bloß nicht in die Mobs da hinten reinnocken lassen, weil das willst du echt nicht. Holy moly, ne? Das Problem ist, das habt ihr ja gesehen, wenn quasi keiner aus der Gruppe diese Mobs anklickt, dann kannst du die nicht töten und als Tank kannst du es nicht tun. Das geht halt nicht, weil die dich interrupten. Also sobald du Schaden kriegst, bricht es halt ab. Also du musst es als DD oder Heiler machen und am besten als DD, weil der Heiler muss ja im Optimalfall den Tank noch hochziehen, ne? Das ist halt immer so ein bisschen das Problem. Krasses Transmog haben wir hier rausgezogen. So, hier irgendein Gürtel. Warte mal, wir können ja diesmal gucken, dass wir was mit Vielseitigkeit nehmen. Ja, das ist sogar mit Vielseitigkeit. Perfekt. Gut, okay. Dann schauen wir mal, was wir hier noch drin haben. Eine Hose. Und eine Brust. Das brauchen wir beides tatsächlich nicht. Gut, jetzt haben wir uns ordentlich aufgeregt. Beruhigen wir uns einmal wieder und dann würde ich sagen, beenden wir aber die Folge an der Stelle, weil wir sind schon wieder knapp über eine Stunde drüber. Und ja, mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Gerne wieder beim nächsten Mal. Euch, bis dann. Ciao.